Apple hat vor kurzem das neue iPad Air der 5. Generation vorgestellt. Das Upgrade verspricht vor allem einen schnelleren Prozessor und 5G. Und da fragen sich jetzt natürlich viele, ob man lieber das iPad Air der 5. Generation oder das 11 Zoll iPad Pro kaufen sollte, welches ja immerhin 200 Euro teurer ist. Ich habe mir die Specs der beiden iPads mal ganz genau angeschaut und kam dabei zu einem ziemlich eindeutigen Ergebnis. Wenn ihr euch also gerade überlegt, eines der beiden iPads zu kaufen, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Schaut man sich das Design der beiden iPads an, dann fällt einem auf, dass man so gut wie gar keinen Unterschied findet. Beide Tablets sind in etwa gleich groß und haben ein Gehäuse aus mattem Aluminium. Auch haben beide auf der Vorderseite ein ziemlich randloses Display, wenn auch die Displayränder beim iPad Pro nach wie vor ein klein bisschen dünner sind. Auf der Rückseite verrät das iPad Pro dann nur das größere Kameramodul und der Fakt, dass es das iPad Air in vielen bunten Farben gibt und das iPad Pro nur in Silber und Space Gray. Kommen wir als nächstes direkt zu dem Punkt, der die beiden Tablets am stärksten voneinander unterscheidet. Das Display. Zwar haben beide ein klassisches LCD-Panel, das iPad Pro 1 in 11 Zoll und das iPad Air 1 in 10,9 Zoll aufgrund der etwas dickeren Displayränder verbaut, aber das Display im iPad Pro wird etwas heller und es erreicht vor allem auch eine höhere Bildwiederholrate. Im iPad Air erreicht das Display maximal 500 Nits typische Helligkeit. Damit lässt es sich in Innenräumen ziemlich gut ablesen. Kommt hingegen etwas Gegenlicht hinzu, dann machen sich die 600 Nits aus dem iPad Pro nochmal ein klein bisschen besser. Im Alltag werden hier die meisten aber keinen nennenswerten Unterschied feststellen und zum Draußenarbeiten eignen sich beide Tablets nicht wirklich. Darüber hinaus unterstützt das iPad Pro ja aber auch eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Dadurch fühlt sich nicht nur Scrollen auf dem iPad Pro etwas flüssiger an, nein, auch der Apple Pencil hat scheinbar eine geringere Latenz. Das heißt, es fühlt sich etwas direkter an, wenn man mit dem Apple Pencil auf dem iPad Pro schreibt. Im Alltag werden diese beiden Unterschiede den meisten dennoch eher selten auffallen, auch wenn man ganz klar sagen muss, für gewisse Anwendungsbereiche ist das Display im iPad Pro etwas besser geeignet. Dieses Video wird freundlicherweise unterstützt von NordVPN. Wenn du dich im Internet bewegst, dann hinterlässt du permanent Spuren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir missfällt es etwas, wie viele Firmen mittlerweile Daten von uns speichern. Ich habe das Gefühl, dass Google mittlerweile mehr über mich selbst weiß als ich selbst. Alles, was wir im Internet tun, wird mit unserer IP verknüpft und die Daten werden gespeichert und ausgewertet. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass dir personalisiert Werbung geschaltet werden kann. Aber nicht nur das. Es kann sogar sein, dass du auf bestimmten Webseiten, einfach weil du in eine bestimmte Kategorie fällst, mehr bezahlen musst. Befindest du dich also zum Beispiel gerade im Ausland und buchst einen Flug zurück nach Deutschland, dann kann das teurer sein, als hättest du den Flug direkt aus Deutschland gebucht. Und ja, NordVPN bietet für beides eine Lösung. Erstmal verschleiert NordVPN alles, was du im Internet machst. Es schaltet sich quasi zwischen dich und der Webseite, die du besuchst und verschleiert somit deine Identität. Dadurch können keine Nutzungsprofile erstellt werden und die Website weiß am Ende auch einfach überhaupt nicht, wer du bist. Auf der anderen Seite kannst du aber auch deinen virtuellen Standort zum Beispiel ganz einfach mit NordVPN an eine andere Stelle setzen. Wenn du gerade im Ausland bist, kannst du dich zum Beispiel zurück nach Deutschland beamen und dann einen Flug zum Beispiel günstiger aus Deutschland heraus buchen. Gehe also jetzt auf nordvpn.com/mokit und sichere dir dein 2-Jahres-Abo mit einem Monat gratis und einem riesigen Rabatt. Ihr habt hierbei sogar eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollte euch also irgendwas nicht passen, dann seid ihr perfekt abgesichert. Gehe also jetzt auf nordvpn.com/mokit und probiere das Ganze einfach mal aus. Als Apple das iPad Air der 5. Generation vorgestellt hat, hat mich eine Sache ganz besonders überrascht. Es ist nicht etwa der A15-Chip verbaut, sondern der M1-Chip. Und damit hat das neue iPad Air jetzt den stärksten Chip überhaupt in einem Tablet. Es ist der gleiche Chip, den wir auch schon aus dem iPad Pro kennen und wir wissen, wie brachial deren Leistung ist. Und ja, im Alltag braucht man immer nicht unbedingt diese Leistung. Für mich bedeutet das aber vor allem eins: Zukunftssicherheit. Ich gehe davon aus, dass dieses iPad Air ohne Probleme 6, 7, wenn nicht 8 Jahre lang Software-Updates bekommen wird und daneben sieht jedes andere Android-Tablet einfach nur alt aus. Im Vergleich zum iPad Pro liegen hier beide also vollkommen gleich auf, was die Leistung angeht. Man kann jedoch, wenn man beim iPad Pro eine Variante mit 1 Terabyte oder mehr Speicher konfiguriert, die doppelte Menge an RAM
haben, beziehungsweise man hat sie dann einfach immer mit dabei. Statt 8 GB sind es dann 16 GB, aber man muss ganz klar sagen, dass iPad-Apps bei weitem nicht so RAM-hungrig sind und ich das den allerwenigsten empfehlen würde. Da das iPad Air nun auch diese 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera mit Center Stage Feature auf der Vorderseite bekommen hat, ziehen auch hier beide Tablets gleich auf. Bei der Vorderseite gibt es also bei den Kameras keine Unterschiede und auf der Rückseite, nun ja, da sieht es ein bisschen anders aus. Im Alltag werden sich aber auch hier die Unterschiede ganz stark in Grenzen halten. Wir haben beim iPad Air eine einzelne 12 Megapixel Kamera, die von dem M1 Chip natürlich aber unterstützt wird. Und was soll ich sagen? Zu dem, was man mit einem Tablet macht, sollte das vollkommen ausreichen. Dokumente einscannen kann man damit auf jeden Fall. Ich habe ein iPad Pro und ich habe die Ultraweitwinkelkamera und den LiDAR-Sensor bisher quasi noch nie benutzt. Das Einzige, was ich mir im iPad Air gewünscht hätte, wäre ein Blitz. Den hat nämlich das iPad Pro und den vermisse ich beim iPad Air schon jetzt. Nach wie vor verbaut Apple im iPad Pro auch bessere Mikrofone. Das hat zur Folge, wenn du zum Beispiel unterwegs ab und zu mal einen Voice-Over aufnehmen möchtest, dass das iPad Pro hierfür nach wie vor die bessere Wahl ist. Frag dich aber selbst, ob du das am Ende wirklich vorhast. Beide Tablets haben darüber hinaus einen Anschluss im USB-C-Format. Beim iPad Pro ist es ein Thunderbolt-Anschluss und beim iPad Air nicht. Zwar ist der Anschluss beim iPad Air nun doppelt so schnell, das bedeutet aber, dass er nach wie vor nur 10 Gigabits pro Sekunde schafft, während das iPad Pro in der Theorie bis zu 40 Gigabits die Sekunde schafft. Das heißt viermal so viel. In der Praxis erreicht das iPad Pro diese Werte aber nicht wirklich und im Alltag brauche ich persönlich sie auf jeden Fall auch so gut wie nie. Die meisten von euch werden im Alltag auch hier also keinen Unterschied feststellen. Schaut man sich die Lautsprecher an, dann mag man meinen, dass das iPad Pro doppelt so viele Lautsprecher hat wie das iPad Air. Und auf dem Papier stimmt das auch. Das iPad Pro hat 4 und das iPad Air hat 2. Beide liefern aber ausgezeichneten Stereoklang und das iPad Air hat vor allem auch 4 Öffnungen für diese Lautsprecher. Der einzelne Vorteil, den das iPad Pro hier hat, ist, dass der Klang nochmal etwas besser separiert werden kann. Aber ganz ehrlich, beide Tablets liefern ein ausgezeichnetes Klangerlebnis. Wer sich also darauf gerne ab und zu mal Filme anschaut oder auch gerne Musik hört, der wird davon überrascht sein, wie gut diese beiden kleinen Tablets noch klingen. Einen etwas größeren Unterschied gibt es dann jedoch bei den Entsperrmöglichkeiten. Das iPad Air der 5. Generation setzt nach wie vor auf einen Touch-ID-Sensor im Power-Button an der Seite des Gehäuses, während im iPad Pro Face-ID verbaut ist. Ich persönlich mag Face-ID etwas lieber, weil es einfach super intuitiv funktioniert. Ich kenne aber auch super viele Leute, die lieber den Touch-ID-Button bevorzugen, wie zum Beispiel auch meine eigene Freundin. Dementsprechend ist es am Ende wohl ziemlich subjektiv, was man hiervon bevorzugt. Da das iPad Air der 5. Generation auf das gleiche Gehäuse setzt wie das iPad Air der 4. Generation und auch quasi fast wie das iPad Pro, unterstützt es auch das gleiche Zubehör. Das bedeutet, man kann das iPad Air weiterhin mit den Apple Pencil der 2. Generation und auch mit dem Magic Keyboard verwenden. Das ist etwas, was mir persönlich auf jeden Fall ziemlich wichtig ist. Der einzige Knackpunkt, den ich aktuell beim iPad Air sehe, ist, dass es nach wie vor nur mit 64 GB in der Standardkonfiguration ausgestattet ist und nicht mit 128 wie das iPad Pro. 128 GB gibt es nach wie vor beim iPad Air nicht. Es gibt dann nur noch 256 GB und hier sinkt dann der Preisunterschied auf 140 Euro. Das ist immer noch nicht schlecht, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass es eine Version mit 128 GB gibt oder 128 GB halt einfach die Basisversion sind. Mein Geheimtipp an der Stelle ist jedoch, man kann für 1 Euro im Monat 50 GB Cloud-Speicher buchen. Das nimmt einem das Problem ein klein bisschen ab und 64 GB sind jetzt auch nicht ultra wenig. Ganz ehrlich, ich habe 512 GB bei meinem iPad Pro und die sind nicht annähernd voll. Ich habe aktuell weniger als 40 belegt. Letzten Endes ist es für mich ziemlich eindeutig. Das iPad Air ist die klügere Wahl. Man spart 200 Euro und macht tatsächlich kaum Abstriche. Lediglich für diejenigen, die zum Beispiel den LiDAR-Sensor brauchen, regelmäßig Ton mit ihrem iPad aufnehmen oder auf 120 Hertz schwören, denen würde ich das iPad Pro empfehlen. Ansonsten finde ich persönlich rein optisch aufgrund der vielen Farben das iPad Air ansprechender und man spart immerhin 200 Euro. Das ist nicht zu verübeln. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema aber gerne mal unten in die Kommentare und dann diskutieren wir drüber. Ich werde mir das iPad Air der 5. Generation direkt bestellen und dann ausgiebig auf diesem Kanal testen und auch dann in echt mit dem iPad Pro und seinem eigenen Vorgänger vergleichen. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann lasst am besten jetzt schon mal einen Like und ein Abo da und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video.